Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, heute Nacht und 20 Minuten sind wir hier im Radio. Ganz alleine unter uns und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Ja, Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die E-Mail-Adresse sage ich euch auch, 1live.domian@wdr.de. Bitte, wenn ihr mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So auch, wenn ihr faxt. Da müsst ihr wählen 0800 5678 110. Frage also heute Nacht, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? So, Ute, 46 Jahre, die erste heute Nacht. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Ute. Um was geht's bei dir? Ich habe gestern Abend an sich angerufen und zwar zu dem Thema, es reicht. Ja? Ja. Was reicht bei dir? Es reicht mir ganz einfach. Mein Mann ist ein leidenschaftlicher Sammler. Ja. Ja. Der sammelt also alles, was an ihm unter die Finger kommt. Alles? Alles. Also? Ob das jetzt alte Möbel ist oder Gläser. Was weiß ich. Schuhe. Nee, ich sag jetzt mal so, ich sage alles. Ne? Ja. Also ich habe oben, wir haben ein großes Haus. Ja. Wir haben ein Geschäft, also mein Mann ist selbstständig. Ja. Ich habe oben einen Riesenspeicher von 200 Quadratmeter. Und der ist rappelvoll? Der ist rappelvoll. Mhm. Also ja. Er sammelt das einfach nur so aus Sammeltrieb. Er sortiert das nicht, er hat nicht besonderen Spaß daran, sondern er rafft das zusammen und legt es auf den Speicher und das war's dann, oder wie? Ja, ja. Und kümmert sich gar nicht weiter um das, was er da... Nee. Mhm. Ja. Wie lange geht das schon so? Also es war noch immer so. Ich meine, er kauft ja auch Sachen ein, die wo einfach auf der Speicher kommen oder irgendwo hin und dort bleiben. Ach so, also es geht nicht nur um irgendwelche alten Sachen, sondern er kauft auch um neue Sachen. Er kauft gezielt neues, unsinniges Zeug ein quasi. Ja, zum Beispiel, ich wohne ja immer noch in einer alten Baustelle hier. Ja, ne? Mein Mann hat... vor Jahren Tapeten gekauft, also damals, vor 20 Jahren, ja, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet. Mhm. Vor 20 Jahren haben wir Tapeten gekauft, die sind heute noch nicht an der Wand. Mhm. Die sind heute noch auf dem Speicher oben. Wie sehen denn eure Wände aus? Ja gut, zum Teil tapeziert, zum Teil noch ganz roh. Ach, wie? Seit 25 Jahren? Auch nicht angestrichen? Nee. Na, Alter, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, Ute. Und da sagst du, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ja. Den ganzen Plunder auf dem Speicher? Erstens, ja, ich nehme bloß den Speicher. Ich habe hinten, ich habe einen riesen Garten. Ich habe ein riesen Zelt im Garten. Ach. Das ist voll mit Plunder. Das, ein Zelt extra für den Plunder aufgestellt? Ja, natürlich. Das hat er extra gekauft. Aber sag mal, kann man dann, wenn er nicht nur kauft, wie kommt denn überhaupt so viel Plunder zusammen? Sammelt er Sachen auf der Straße auch auf? Nee, das nicht, aber so von Bekannten. Ach so. Die wo was wegschmeißen. Dann sagt er, kann ich noch gebrauchen und dann wandert das ins Zelt oder oben auf den Speicher und das auf Nimmerwiedersehen. Genau. Gab es da schon Ehestreit zwischen euch deshalb? Das nicht. Ich meine, ich schaue mir das an und... Naja, okay, bin ein ruhiger Typ, ja. Ne? Ja. Allerdings vor 3 Jahren habe ich dann gesagt, sage ich euch zu, entweder das ändert sich jetzt was und bin also aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Oh, das ist natürlich eine harte Maßnahme. Ja. Aber es hat sich nichts geändert. Habt ihr darüber auch mal so sachlich länger geredet, was das soll, warum er das macht, warum es ihm nicht gelingt? Das nicht. Warum nicht? Kann man mit ihm nicht so reden? Kann man nicht so. Weil es wäre mal interessant, von ihm auch zu hören, warum er das tut und ob er es gut findet, ob er sich vielleicht... Ja doch, er findet es in Ordnung. Er findet es sogar in Ordnung. Mhm. Ja. Ihm ist das gar nicht bewusst, wie absurd das ist. Nö. Und wie sinnlos das ist. Kann er alles nochmal irgendwie vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Ja, es gibt so Typen, so Menschentypen, die sind so. Wie ist es denn so in eurer direkten Wohnung? Räumt er dir da auch die Ecken voll? Ja.
Aber da bist du ein bisschen radikaler. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und in der Küche und so darf nichts rumstehen. Nee, also mein Wohnzimmer sieht verheerend aus, muss ich dazu sagen. Wegen ihm? Also Wohnzimmer habe ich keins. Ja, ich habe zwar Wohnzimmermöbel, aber ich habe kein Wohnzimmer. Wie kommt das? Weil er da auch Sachen reinstellt? Ja, da stehen Sachen. Mensch, Ute, ich dachte gar, das würde sich beschränken oben auf den Speicher und das Zelt. Also auch in deinem Bereich, wo du gerne lebst und bist, ja, vermüllt er alles. Ja. Dann wird's aber jetzt schon nicht mehr so lustig, finde ich. Also da ist ja, das ist ja schon so, dass er dich gar nicht mehr respektiert. Du, deine Ansprüche und deinen Geschmack und deine Bedürfnisse. Nee, das wurde noch nie respektiert. Mhm. Das ist auch ein schlimmer Satz, ne, den du da sagst. Ja. Ein trauriger Satz auch. Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, also schwer am Überlegen, ob ich nicht ausziehe. Ich meine, ich habe natürlich zwei Kinder. Ja. Wie alt sind die? 14 und 16. Mhm. Ja. Aber dann muss es ja auch schon sehr schlimm sein, wenn du von dir aus schon sagst, ich überlege auszuziehen, dann ist doch eigentlich vieles mit der Ehe auch nicht in Ordnung, oder? Ja, sicher. Mhm. Er hat nie Rücksicht auf dich genommen. Nee. Mhm. Ich meine, das ist schon so schlimm, wenn man sich das vorstellt. 25 Jahre, ne, sagst du, über 20 Jahre verheiratet. Ja, sicher. Ich meine, jetzt mittlerweile hat er natürlich finanzielle Probleme, ne? Mhm. Man kann ja nicht bloß einkaufen und horten, ja, ne? Ach so, du meinst, also durch diese Horterei ist er auch noch in finanzielle... Ja, sicher. Ah ja, naja. Aber ja. Weißt du über seine Kontoführung Bescheid? Oder ist das weiß ich. Hat er Schulden gemacht? Ja, er hat Schulden und... Hohe Schulden? Ja gut, er hat Schulden aufs Haus und das ist... Was empfindest du denn? Das halt alles nicht. Ja. Was empfindest du denn für den Mann noch? Ganz ehrlich, nichts mehr. Hm. Also geht es jetzt gar nicht mehr um die ganze Sammelei, sondern es ist jetzt ganz grundsätzlich, ne? Ja. Hm. Ich kann auch so nicht mehr leben. Hm. Ich kann so nicht mehr leben, Domian. Aber das ist doch eigentlich genau der Satz, Ute, der eigentlich unterstreicht, dass dein Vorhaben richtig ist, nämlich zu gehen, auszuziehen. Ja, es ist aber nicht so einfach. Nee, ist mir klar. Will ich auch nicht jetzt einfach darstellen. Aber ich sag jetzt mal nur so von der emotionalen Ebene her gesehen. Ja. Du empfindest, lieber heute als morgen. Ja, siehst du. Du empfindest nichts für den Mann, du würdest lieber heute als morgen weg. Also, heißt das jetzt im Klartext, du musst dir Gedanken machen, wie du es am besten einfädelst und wie du die Probleme so niedrig wie möglich hältst. Dass die Probleme da sind, ist mir völlig klar. Aber lieber jetzt nochmal einen Haufen Probleme bewältigen, als weiterhin so eingesperrt zu sein, wie du es bist. Und du bist ja erst 46, du hast ja eine Chance, nochmal einen Neuanfang zu machen. Ja, sicher. Du musst da raus. Du musst raus. Ich fühle mich hier, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt mittlerweile arbeiten. Mhm. Immerhin, das heißt, du hast dein eigenes Standbein auch. Ja, ich gehe jetzt mittlerweile arbeiten, aber nur, also ganz einfach aus dem Grund, weil wir müssen ja von irgendwas leben. Ja. Ja, ne? Cool. Weiß er eigentlich, entschuldige, wenn ich unterbreche, weiß er, wie ernst die Situation ist, dass du eigentlich weg willst? Nee, weiß er nicht. Warum sagst du mir das nicht? Weiß er nicht. Hast du Angst? Ich dachte mir, er kommt drauf, nachdem ich ja jetzt 3 Jahre nicht mehr, also sechs Leben war ja kein mehr, seit 3 Jahren, ja. Aber 3 Jahre kein Sexleben? Irgendwie sehr viel Distanz zwischen euch beiden und ihr redet kein Wort. Ist auch traurig. Weißt du, ich glaube auch, erstmal, wir beide reden ja nur miteinander. Ja. Dass es dir auch besser täte, wenn du den Mund aufmachen würdest. Aber letztendlich bist du ja entschieden, ne? Da gibt's ja auch nichts mehr zu diskutieren. Der kann ja jetzt sagen, was er will. Du willst weg, ne? Ja. Mhm. Gut. Das ist dann wirklich auch eine Entscheidung. Ja, ich bin jetzt so weit, also, dass ich sage, ich will weg. Mhm.
Im Prinzip brauchtest du auch Hilfe, ne? Jemand, der dir so ein bisschen zur Seite steht bei all dem, was vor dir jetzt liegt. Auf jeden Fall bräuchte ich Hilfe, ja. Vor allen Dingen bräuchte ich Hilfe, Informationen. Ja. Ich habe jetzt mal heute im Internet bei dir geschaut. Ja. Da stand jetzt Papa-Entscheidung oder so, ja. Eine Rubrik, ja, ne? Ja. Aber jetzt zum Beispiel, wo eine Mutter Hilfe bekommen könnte, wenn sie sich trennt, ja, ne? Ja. Also das würde mich schon interessieren. Gut, so, und da haken wir jetzt ein, da knüpfen wir an. Wir beenden unser Gespräch jetzt hier und das heißt mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich wieder an. Ist okay. Und ich hoffe, dass er dich versorgen kann mit den Informationen und Anlaufstellen, die du brauchst jetzt für die nächste Zeit. Mhm. Und es gibt Anlaufstellen und auch Hilfe für Frauen in deiner Situation, Ute. Ich möchte dich nochmal bekräftigen, nochmal unterstützen. Zieh es jetzt durch. Ich sage das nicht leichtfertig, weil ich weiß, welche Schwierigkeiten das sind. Aber mach es. Du hast eine Entscheidung getroffen. Das Maß ist voll. Ne? Das Maß ist voll. Ja, eben. Das Maß ist voll. Ja, ist voll, ja. Und ich kann nicht mehr. Ich kann so nicht mehr. Ja, Domian. Gestern hat mein Mann neue Schaufensterscheiben gekauft. Mhm. Ja, dass sie geliefert bekommen. Die alten hat er hinten ins Zelt gefahren. Unglaublich. Ja, ja. Wahnsinn. Und die sind kaputt. Ja. Und nie wieder wird man sie nutzen. Ja. Liebe Ute, leg bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und ich wünsche dir für das, was jetzt vor dir liegt, eine ganze Menge Kraft. Aber ich bin sicher, du wirst es schaffen. Und in einem Jahr sieht die Welt schon anders aus und du wirst froh sein. Genau. Und du wirst froh sein, dass du es gemacht hast. Okay, danke dir. Alles Liebe. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 5678 111, E-Mail 1live.domian@wdr.de. Und Informationen zu unseren Themen könnt ihr abrufen unter domian.de. Ganz einfach. Domian.de. Sebastian, 20. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Ich rufe auch an wegen dem Thema gestern, jetzt reicht. Ja. Und zwar folgendes: Ich bin seit 3 Monaten in ärztlicher Behandlung. Ich habe einen Abszess unter der Achsel. Ja. Der immer wiederkehrt. Also jetzt Freitag hatte ich meine 6. Operation an der Achsel. Aha. Und die Ärzte wissen nicht, was wir machen sollen. Also mein Hausarzt ist am Verzweifeln. Er verzweifelt echt schon richtig an mir, weil er nicht weiß, was er machen soll. Was heißt das denn? Abszess? Was heißt, ist das da irgendwie eine Wurzelentzündung von Haaren? Oder? Ja, genau. Also vor einem Jahr hat es bei mir angefangen. Da hat es am Steißbein angefangen. Das ist eine Haarwurzelentzündung. Also unter der Haut, die Haarwurzel entzündet sich. Ja. Das wird alles dick und da bildet sich Eiter. Und dann irgendwann platzt es und entzündet sich ganz toll. Das war aber am Steißbein erst. Das war am Steißbein. Und dann ist es hinter den Mandeln weitergegangen und jetzt ist es unter den Achseln. Was, mit den Mandeln? Hinter den Mandeln, ja. Also sprich, hinter den Mandeln hat sich da Bakterien angesammelt. Ja. Und das wurde alles dick. Ich habe eine Maussperre gekriegt. Ich konnte meinen Mund nicht weiter öffnen als einen halben Zentimeter. Ja. Da musste ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Der hat das mit dem Skalpell aufgeschnitten. Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich es eben unter den Achseln. So, aber im Hals ist das in Ordnung wieder? Nein, im Hals nicht mehr. Das ist weg. Das ist weg. Jetzt hast du es seit 3 Monaten unter den Armen. Wie groß ist jetzt diese betroffene Stelle? Jetzt, mich Freitag haben sie mich aufgeschnitten. Knapp 3 Zentimeter Länge und 2 Zentimeter tief. Mhm. Ja, und das ist alles offen und ich kann deshalb auch nicht arbeiten gehen. Ja, Freitag aufgeschnitten. Ja, genau. Das ist jetzt ein paar Tage erst. Hast du die Wunde gesehen schon? Hast du den Verband mal runtergenommen? Ich hab's, ja, weil es muss jeden Tag gewechselt werden. Mhm. Ist das genäht worden? Nein, einmal haben sie es genäht, aber es kam wieder. Und jetzt haben sie Freitag eine Blutunterspritzung bei mir gemacht. Ja, und? Das heißt, die haben mir Blut abgezapft und haben das dann während der Operation, haben sie mir das da aufgeschnitten und haben dann mein Blut da reingespritzt. Ja? Ja. Und das sieht nicht gut aus im Moment? Im Moment sieht es wieder gut aus. Also mein Hausarzt ist immer so, also die ersten paar Tage sieht es gut aus. Mhm. Und ich dann wieder kurz vor der Arbeit oder während der Arbeit schicken sie mich dann wieder nach Hause, weil es geplatzt ist, weil es wieder entzündet hat. Hör mal, was ist denn da los? Ist da irgendwas mit dem Immunsystem nicht in Ordnung im Körper oder wie erklärt man sich das? Also mein Hausarzt weiß es nicht, keine Ahnung. Und im Krankenhaus haben sie zu mir gesagt, es könnte auch eine Krankheit sein, die immer wieder kommt, also dass es nicht weggeht. Mhm. Aber man hat jetzt nicht weiter untersucht, was für eine Krankheit das ist. Nein, also mein Hausarzt probiert es immer, er findet aber nichts und im Krankenhaus, da helfen sie mir auch nicht weiter. Ja. Also das stärkste Stück bei mir ja war, Freitag hatte ich ja die Operation und ich musste bis Sonntag drinnen bleiben und ich hatte meinen Oberarzt da gefragt, der mich da untersucht hat, was es denn sein könnte. Und er meinte, dass es diesmal kein Abszess war, sondern dass mein Hausarzt missgebaut hätte. Aha. Und zwar,
diese Wunde musst du dir so vorstellen, das bleibt offen. Ja. Und das muss von unten nach oben zuwachsen. Ja. Ja, die frische Haut, die muss ja von unten nach oben kommen. Mhm. Und der Oberarzt meinte, dass mein Hausarzt das so gemacht hat, dass die Haut oben zuerst zusammenwächst und unten alles offen ist und sich dadurch entzündet. Aha, also so. Also der Arzt im Krankenhaus sagt, meint, das ist gar keine großartige, komplizierte Krankheit, sondern ein Fehler des Hausarztes. Ja, genau. Nur dass das starke Stück dabei war. Noch zu mir sagt er das, also der Oberarzt jetzt. Mhm. Und in diesem Befund, der an meinen Hausarzt geht, hat er reingeschrieben, wie der Abzess. Das ist ja ein Hammer. Ja, genau. Das ist ja wirklich ein Hammer. Da würde ich ihn aber erst drauf ansprechen, auf diesen Herrn Oberarzt, was das soll. Eben. Ne, auch mutig. Nicht bluffen lassen, wenn die dich da platt machen mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen. Ja. Das ist link. Das ist wirklich link. Und als Patient steht man jetzt da, als Depp, ne? Und, und weiß gar nicht, was man machen soll. Und also ich würde jetzt erstmal sagen, wacht mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht geht es ja jetzt wirklich gut. Und wenn wenn es dann wieder irgendwie auftritt, da auftritt oder woanders auftritt, würde ich sowohl den Hausarzt wechseln als auch die Klinik. Ja, gut. Du musst dir das vorstellen, die haben das einmal unter örtlicher Betäubung gemacht. Mhm. Du musst dir das vorstellen, das sieht aus wie so ein Riesenpickel unter der Haut. Mhm. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, ja. Ja, das erste Mal war es knapp 5 cm groß. Ja. Und die haben mir das erste Mal eine Betäubungsspritze direkt reingehauen. Ja. Und in so einem Brandherd wirklich die Spritze nicht allzu prall. Und dann haben sie das Skalpell aufgeschnitten und rausgeholt alles. Ja, also so ich kann es mir schon vorstellen. Aber es klingt ja schon sehr unangenehm und auch wirklich ängstigend, dass du, wenn es wieder auftritt, du musst in andere ärztliche Hände. Wenn es wirklich irgendeine andere Krankheit ist, muss das von einer Uniklinik irgendwo, dass du wirklich... der Hautklinik. Ja, musst du irgendwo hin, wo Leute wirklich richtig Ahnung haben, dass die da suchen, was das auch ist, damit du dich nicht noch länger mit rumschlägst. Ja, also jetzt Freitag war es das erste Mal, dass sie eine andere Behandlung gemacht haben, nicht einfach rausgeschnitten haben, sondern noch Blut mit reingespritzt haben. Ja, das hast du gerade erzählt. Ja. Also ich sag einfach jetzt mal, toi toi toi, vielleicht klappt es ja jetzt und ansonsten musst du sowohl wohl oder übel einen anderen Arzt aufsuchen. Aber diesen Oberarzt würde ich mir nochmal vorknöpfen. Mhm. Ne? Ja. Sebastian, alles Gute. Gut, danke Domian. Tschüss. Domian? Ja. Könnte ich denn noch ein Autogramm kriegen? Ja, leg bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Bea. Morgen, Bea. Guten Morgen. 22 Jahre alt. Ja, genau. Zu welchem Thema rufst du an, Bea? Und zwar rufe ich an, es geht darum, es geht um meinen Freund. Mhm. Und ich komme mit ihm nicht klar. Warum nicht? Weil ich mit ihm Probleme habe. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Was sind das für Probleme? Es geht darum, dass mein Freund mich schlägt. Und zwar darum, dann, wenn es Probleme gibt. Aha. Hm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wie lange? Ja. Wir sind 3 Jahre zusammen. 3 Jahre. Und schlägt er dich schon seit 3 Jahren? Nein, das nicht. Also ich muss dazu sagen, wir haben seit anderthalb Jahren ein Kind. Ja. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist er mit mir zusammen, ist wegen dem Kind. Mhm. Hm. Wie lange läuft das jetzt mit der Schlagerei? Es lief praktisch angefangen, nachdem das Kind da war. Ja, ja. Und ich festgestellt habe, nachdem ich allein von praktisch einer Kneipentour beziehungsweise von der Diskothek herausbekommen habe, dass er überhaupt gewalttätig ist, also beziehungsweise auf seinen Ex-Freundin gegenüber. Mhm. Wie oft kommt das denn vor, dass er dich schlägt? Also nur, wenn es zu Aggressivitäten kommt. Ja. Wenn es Auseinandersetzungen gibt zu irgendwelchen Gesprächen. Ja. Wie oft kommt das denn vor? So im Monat? 2 Mal. Im Monat ab und zu mal, es kommt drauf an, was ich für ein Thema anstelle, also es kommt anspreche, beziehungsweise wenn ich irgendwas anspreche, wo er dann aggressiv mir gegenüber kommt dann. Also ein paar Mal im Monat kann man schon sagen, so durchschnittsmäßig. Ja, einmal, ja. Wenn es ein richtiges hartes Thema. Das reicht ja auch. Wie schlägt er dich denn dann? Ja, dann es kommt drauf an, manchmal wirft er mit irgendwelchen Gegenständen oder er kommt auf mich zu, brutal. Das erste Mal war es ja so, dass er mich gewürgt hat, dass er mich geschlagen hat, dass er mich in den Rücken getreten hat, dass er mich richtig aggressiv behandelt hat. Dass ich eine Ohrflecke hatte oder einmal war es sogar so schlimm, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Ja, also das waren schon Verletzungen, die er dir zugefügt hat. Ja, hat er. Ja. Ich meine, ich
es tut mir irgendwo weh, wenn ich das Thema anspreche. Ja. Mhm. Aber irgendwo denke ich darüber nach und versuche dann irgendwo logisch zu handeln. Aber in dem Moment, wenn man versucht logisch zu handeln, geht es dann nicht mehr. Man ist irgendwo so versessen und versucht dann irgendwo... Auf was ist man versessen? Auf diesen Menschen. Ja. Er ist in diesen Situationen aber nicht betrunken. Wo kann das auch sein? Ja, er trinkt viel. Mhm. Aber er hat dich auch schon geschlagen, wenn er nüchtern war. Ja. Ja. Hat er sich danach entschuldigt bei dir? Wenn ich das jetzt so sage, dann muss ich sagen nein, weil ich musste mal wieder das Thema ansprechen und sage, willst du dich nicht dafür entschuldigen, dass du mich so behandelt hast? Mhm. Dass du mich so verletzt hast. Aber das tut er denn nicht. Selbst wenn du ihn ansprichst, tut er das nicht. Nein. Mhm. Noch kein Mal getan. Nein, wahrscheinlich war es mein Fehler, als ich ihn darauf angesprochen habe. Das ist aber eine sehr, sehr schlimme Lage, in der du erlebst, Bea. Ja. Sehr schlimme Lage. Wie alt ist denn dein Partner? Bitte? Wie alt ist dein Partner? Ich muss sagen, wir sind 10 Jahre auseinander. 32? Ja. Mhm. So wie du das schilderst, ja, gibt es eigentlich nur die eine einzige richtige Lösung. Du weißt, was ich sagen werde. Ich wage es nie auszusprechen. Ja, Trennung. Radikale Trennung. Und wenn ich dominant, wenn ich es jetzt sage, er gibt mir in allen Hinsichten die Schuld, wenn ich das sage. Er spricht es ja mal wieder an. Das ist es ja, dann trennen wir uns. Ja. Ich wollte von dir den Rat und ich wusste echt nicht mehr weiter. Ich bin so naiv wahrscheinlich. Ja. Du musst ja einfach vor Augen halten, was das für eine Situation ist. Der geht mit dir. Die Person, er geht mit dir, die Person, die er eigentlich lieben sollte und lieb haben sollte, geht er um wie mit einem Stück Dreck. Ich komme mir manchmal so vor. So, genau, und so muss man sagen. Und ja, wie kann man darauf reagieren? Da kann man nur darauf reagieren, indem man sofort sagt, nein, ich gehe. Er weiß aber, dass ich nicht kann. Ich habe Angst. Du kannst das. Du kannst das. Ich bin mit ihm drei Jahre zusammen, eine längste Beziehung. Ja. Ich versuche mir mal diesen Schritt zu wagen. Ich kann es aber nicht. Ja, was meinst du? Ich habe diese Kraft nicht. Doch. Ich habe so viel durch in meinem Leben. Das ist wahrscheinlich das. Er weiß meine Hintergrundgeschichte. Ich will es dir trotzdem sagen. Was meinst du, wie viele Frauen oder auch überhaupt auch Menschen, die in so Situationen waren, wie du es jetzt bist, auch gesagt haben, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich komme von diesem Menschen nicht los, die es dann doch geschafft haben. Und ich wette und schwöre auf alles, dass du das auch schaffen wirst. Ich kann es nicht. Doch, du kannst es. Nee, ich glaube, ich kann es nicht. Bea, was ist denn... Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass der Typ dich die nächsten Jahre oder weiß ich wie lange zusammenschlägt. Wahrscheinlich noch schlimmer, als er es bisher getan hat. Ist das denn ein Leben? Das eine Mal, Dominan, da habe ich wirklich gedacht, wenn er mich jetzt schlägt, ja, dass ich irgendwann nicht mehr bin. Habe ich wirklich einmal gedacht, das war Dezember. Jetzt will ich dir mal was sagen, wo du das so aussprichst. Wenn du das schon jetzt für dich nicht hinkriegst, dann tu es für dein Kind. Ja, aber er hat mir versprochen, er schlägt mich nicht mehr. Ja, das er hat er wahrscheinlich schon oft versprochen und er macht es jetzt so lange schon, da gibt es jetzt gar nichts mehr zu diskutieren. Du musst, und da werden wir dir gerne gleich behilflich bei sein, du brauchst Hilfe, du brauchst Menschen, die dir jetzt ein bisschen die Hand reichen und dich bei der Hand nehmen. Dominan? Ich heiße Domian übrigens. Ja, Dominan. Nee, Domian. Entschuldigung. Ach nicht, sagen viele. Ja. Das ist wichtig, dass du einfach Hilfe hast und dass du da rauskommst, dass du vielleicht in ein Frauenhaus gehst. Oder da muss man mal überlegen. Das Schlimme ist, ja, ich habe ja versucht, Unterstützung zu bekommen. Also, das heißt, zu bekommen. Ich habe versucht, Unterstützung zu bekommen von meinen Eltern. Ne? Mhm. Mein Elternhaus hat mich soweit unterstützt, beziehungsweise meine Mutter, weil ich habe ja so, meine Mutter lebt getrennt und... Ich habe versucht, meine Mutter zu beraten. Nein, nix, Eltern. Die hat mir gar nicht mehr versucht zu unterstützen. Ja. Die hat mir das Gegenteil von dem beraten, was ich eigentlich möchte. Ja. Nein, es sollen jetzt andere, es sollen jetzt unabhängige Leute sollen dir jetzt helfen. Ja. Du weißt, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen hier habe. Mhm. So auch heute. Der heißt Peter. Und mit dem wirst du dich jetzt gleich weiter unterhalten. Und der Peter wird dir ein paar sehr wichtige Telefonnummern für dich geben. Was ich dich noch fragen wollte, ich wollte einfach nur wissen,
beziehungsweise was du davon hältst. Ich meine, mein Partner weist mich in jeder Situation ab. Ich habe einfach nur die Frage, woran könnte es eigentlich scheitern, wenn mein Partner das macht mich so krank, so hilflos. Ich weiß echt nicht weiter. Nee, nix, Bea. Du musst einfach nur raus. Und wir wollen dir jetzt helfen, da rauszukommen. Ja. Und du legst jetzt auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Das ist super. Ich wünsche alles Gute. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, dass du es schaffst. Und du schaffst es auch. Oh, danke. Alles Gute. Tschüss. Alles klar. So, ihr Lieben, jetzt haben wir 1.25 Uhr und 35 Sekunden. Jetzt machen wir ein paar Takte Musik und warten, bis das wieder der Fernseher sich zuschaltet. Ihr Lieben, jetzt begrüße ich euch, die Fernsehzuschauer, auch ganz herzlich. Wir haben einige Verspätungen heute Nacht, bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen. Und wie immer Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt oder faxt, die Faxnummer sage ich etwas später, dann schreibt bitte unbedingt eure Telefonnummer drauf. Dann ist das alles einfacher und wir können euch schneller erreichen, wenn wir euch zurückrufen wollen. So, jetzt bin ich verbunden mit Alexa. Und Alexa ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Alexa. Um was geht's bei dir? Oh, ich höre dich ganz schlecht. Das geht schon gleich. Um was geht's denn bei dir? Es geht halt darum, dass ich vor, ja, jetzt sind es 3,5 Stunden erfahren habe, dass meine beste Freundin tot ist. Mhm. Vor 3,5 Stunden erst erfahren? Ja. Was ist denn passiert? Also, sie war schwer depressiv. Ja. Und hat mehrere Krankenhausaufenthalte auch schon hinter sich. Mhm. Und der letzte war jetzt gerade vor 3 Wochen beendet. Wegen der Depressionen war sie im Krankenhaus? Ja, genau. Mhm. Und da hat sie so Elektroschocktherapien bekommen. Ja. Und hörte sich so eigentlich ganz zuversichtlich an. So, sie sagt, sie wäre nicht geheilt. Sie würde da auch nicht geheilt von werden. Ja. Aber dass es wieder ein bisschen lebenswerter ist. Ja. Ich kann ihr das alles ein bisschen nachfühlen, weil im Vergleich zu ihr bin ich leicht depressiv. Mhm. Also ich habe auch mit Depressionen zu kämpfen. Aber ist sie denn? Ja, bitte? Ja, im Vergleich zu ihr ist das Peanuts, was ich habe. Ist sie jetzt eines natürlichen Todes gestorben oder hat sie sich das Leben genommen? Ja, das weiß ich leider nicht, weil von der Familie habe ich heute nichts gehört, was mich so ein bisschen traurig macht, weil die eigentlich wohl wissen, dass ich ihre beste Freundin bin. Von wem hast du es denn erfahren? Ich habe es erfahren von einer, also Maria, die wohnte im Wohnheim von dem Krankenhaus, wo sie gearbeitet hat. Also über eine Bekannte? Ja, genau. Ja. Und da eine ehemalige Kollegin von mir, die hat von der Pflegedienstleitung erfahren. Verstehe. Wann hattest du denn den letzten Kontakt mit deiner Freundin? Am Samstag. Am Samstag. Wie, was hatte sie da so, was machte sie da so für einen Eindruck? Ja, eigentlich relativ gut gelaunt. Sie hat mir gleichzeitig erzählt, wie sie die Tabletten alle schon aus den Blistern drückt.
jetzt Tabletten angesammelt, ganzen Haufen. Und der Daumen, hätte sich den Daumen schon blutig gedrückt. Weil sie so viele Tabletten daraus gedrückt ja, hat. Ja, genau, eben. Und jetzt muss man dazu sagen, sie würden jetzt, du würdest jetzt sagen, fahr da hin, bring die hier irgendwie unter. Aber das höre ich seit 6 Jahren. Mhm. Also noch mal, am Samstag war sie nicht mehr in der Klinik. Nein, die ist vor einer Woche entlassen worden. Ganz. Und wie kommt es, dass du sie, wenn sie schon eine Woche zu Hause war, nicht besucht hast? Einfach mal so. Weil ich selber am 12. August am Knie operiert worden bin. Ach so, da bist du etwas gehandicapt und kannst nicht. Genau, eben, ja. Aber 12. August ist ja schon lange her, ne? 12. August und 12. Januar. Ach so, Ja, also jetzt stehst du da, deine beste Freundin ist verstorben und du weißt überhaupt gar nicht, was los ist. Machst dir irgendwie auch noch vor? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich umgebracht hat. Mhm. Und machst dir jetzt wahrscheinlich auch Vorwürfe? Hätte ich mal was unternommen oder wäre ich ja, vielleicht klar. doch irgendwie hingefahren oder so? Sicher. Wir hatten auch eigentlich am Samstagabend noch telefoniert und dann hatte ich vorgeschlagen, dass es noch Sonntag, wenn die Sonne so schön scheint, oben langsam am Aase lang gehen. Mhm. Einmal so diesen Mulchweg oben am oberen Teil, wo die. Also du rufst aus Münster an, ne? Hör ich. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe einen Hund, der könnte da dann frei laufen. Mhm. Und wir kommen mal ein bisschen an die Sonne und da freute sie sich auch drauf. Ja. Sagt sie, ja, und ja, mal sehen, wie es dann geht. Und dann wollte man am nächsten Tag dort telefonieren und da ging es mir aber nicht so gut. Mhm. Und da habe ich dann gar nicht angerufen. Jetzt ärgere ich mich schon wieder, hätte ich da bloß angerufen. Also Alexa, ich finde jetzt Folgendes erstmal wichtig. Damit du dir nicht zu viel jetzt Gedanken machst und zu sehr ins Grübeln kommst. Du musst morgen rauskriegen, das wird ja irgendwie möglich sein, warum sie verstorben ist. Vielleicht, vielleicht ist sie auch doch eines natürlichen Todes verstorben. Es ist ja ganz wichtig, weil du versteigst dich jetzt in ganz viele Sachen hinein und hättest und vielleicht und du weißt ja gar nicht, was los ist. Ja, ich weiß aber die örtlichen Begebenheiten und wie sie, also und ihren Gesundheitszustand. Ja, ja klar, ich verstehe. Und sie da in ihrem Zimmer nicht den Weg ein als natürlichen Todes. Mhm. Also. Ja. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Du kriegst das morgen raus. Du kümmerst dich darum, was los ist. Mhm. Und ich arrangiere, dass mein Psychologe morgen Abend dich anruft. Mhm. Ne? Und dann kann man aufgrund der Tatsachen, die du dann hoffentlich weißt, kann man ja weiter überlegen, was zu tun ist und auch ein Gespräch führen und dir vielleicht auch noch ein bisschen weiterhelfen dann. Sollen wir mal so verbleiben? Mhm. Gut, dann werden wir uns morgen Abend bei dir wieder melden, Alexa. Ja. Ja? Alles Gute und bis morgen, würde ich sagen. Ja, danke. Wiederhören. Okay, tschüss. Ich bin jetzt verbunden. Frage in meine Regie, mit wem geht's weiter? Frage meine Regie, mit wem geht's weiter? Ihr Lieben, nein, es gibt ja keine Alexa auf meinem Bildschirm. Doris, 25 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Doris, du klingst aber traurig. Ja, ich bin auch sehr traurig. Und was ist denn los? Heute Abend haben sie meinen Mann verhaftet. Was ist denn da genau passiert? Mein Mann hat gestern eine Sparkasse überfallen. Wusstest du davon, dass da was geplant ist? Nein. Wir haben ein Haus gebaut. Vor 2 Jahren sind wir angefangen und wohnen jetzt da drin seit November. Ja. Und ich bin seit 3 Jahren blind, seit der Geburt unseres Sohnes. Du bist durch die Geburt erblindet? Ja. Kurz Zwischenfrage, wie ist das denn möglich? Ich habe hochdosiert Magnesium bekommen und dann hat sich in beiden Augen, weil ich Diabetikerin bin, die Netzhaut abgelöst. Und seitdem bin ich blind. Vollkommen blind? Ja, ich habe auf dem einen Auge noch 1,5% und das andere ist ganz weg. Also ich kann nichts mehr erkennen. Wie alt ist der Kleine? Der ist jetzt 3 Jahre alt. Mhm. Und mein Mann und ich, wir haben alles zusammen gemacht, alles. Ja. Und nun ist er beigegangen, sie sagen, aus Verzweiflungstat. Wir mussten bis heute, es waren, seitdem wir gebaut haben, den Schluss, waren noch einige Rechnungen offen, die bezahlt werden mussten. Das waren noch 8.000 Euro. 8.000 Euro nur noch?
Ja, nur noch. Also was an also nicht an die Bank, sondern an die Firmen. Ach so, ich verstehe. An die Firmen zurückgezahlt werden musste. Mhm. Und die 8.000 Euro erst bei der Bundeswehr. Mhm. Er hat seit mehreren Monaten kein Gehalt gekriegt. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ja. Wir haben da immer mit in Verbindung gesetzt und der Chef hat immer gesagt, ja, es kommt und nie kam was. Ist aber komisch, bei der Bundeswehr, das ist ja ein öffentlicher Verein. Ja, richtig, da richtig, läuft doch alles aber wir wissen auch nicht was, vielleicht werde ich jetzt morgen mehr gewahr. Mhm. So, jetzt lass uns mal zu gestern kommen. Ja, und gestern... Er hat dann von sich aus eine Sparkasse überfallen. Das war so, ich habe immer zu ihm gesagt, weil hier dieses Haus war unser Neuanfang, dass ich damit umgehen kann, weil es ist ja auch nicht einfach, wenn man vorher sehen konnte und dann nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auf deine Bedürfnisse gebaut auch. Richtig. So, was hat er jetzt gestern gemacht genau? Wo? Er ist gestern beigegangen, weil ich ihn immer gedrängt habe. Ich habe immer gesagt, also alle, das muss bezahlt werden, sonst wird das Haus verkaufen. Mhm. Da habe ich gesagt, wenn das Haus verkauft wird, sind ich und Tobias weg. Mhm. Und weil er immer so an uns hing, oder immer noch vielleicht, ja, ist er beigegangen, um die 8.000 Mark beizubringen. Er hat vorher noch nie was gemacht. Was heißt beigegangen? Er ist zur Arbeit gefahren. Ist weggegangen? Ja, wie jeden Morgen auch. Und ist dann irgendwo in eine Sparkasse eingedrungen? Nein, er fährt jeden Tag an dieser Sparkasse vorbei. Mhm. Aber gestern ist er nicht vorbeigefahren, sondern was hat er da genau gemacht? Auf dem Rückweg ist er beigegangen, nachmittags um 2:30, als die Sparkasse gerade geöffnet hatte. Ja. Ist er beigegangen mit von unserem Sohn die Spielzeugpistole. Also was heißt Spielzeugpistole? Ja, so eine Spielzeugpistole. Mhm. Und ist beigegangen und hat gesagt zu dem Mann, der da stand, er wollte 8.000 Euro haben. Ach, diese 8.000 Euro, die euch fehlen? Genau. Und hat er die ausgehändigt bekommen? Er hat die ausgehändigt bekommen, ja. Und ist dann geflüchtet zu Fuß. Ja. Und haben ihn dann mit einem Hubschrauber gesucht. War er nicht mit dem Auto unterwegs gewesen? Das Auto hatte ja wohl irgendwo, ich weiß nicht wo, ich habe heute Abend ja nichts mehr von ihm erfahren. Ich verstehe. Und dann ist er beigegangen, zu Fuß geflüchtet, hat dem Mann nichts getan, hat die 8.000 Euro genommen, ist gegangen und dann haben sie ihn mit dem Flugzeug gesucht und wir sind gestern Nachmittag dann... Und die haben den ganz schnell gefunden wahrscheinlich? Ja. Wo haben sie ihn gefunden? Noch gar nicht mal. Und dann sind wir zur Bank gegangen, weil wir gestern, bis heute muss das ja bezahlt sein, die 8.000 Euro, sonst wäre das Haus hier verkauft. Ach so, Moment, langsam, damit wir es auch alle richtig verstehen. Das heißt, er ist dann zu dir nach Hause gekommen mit den 8.000 Euro? Ja, ist noch zu meinen Eltern, weil ich ja blind bin, wir alle bei ihm im Nacken saßen und dann gesagt haben, Joachim, das Geld muss kommen. Verstehe. Und dann seid ihr zur Bank gegangen, um das wieder zu bezahlen an eure Leute, an die Handwerker. Genau, und dann sagten die bei der Bank, oh, das ist ja gut, nun ist das endlich da, nun habt ihr keine Probleme, nichts mehr. So, und ist dann verhaftet worden, wann genau? Heute Abend. Das heißt, die sind ihm ganz schnell auf die Schliche gekommen. Ja, nur hatten sie ihn ja gestern mit einem Hubschrauber gesucht und nichts gefunden. Mhm. Und heute Morgen stand das in der Zeitung. Mhm. Und dann ist mein Vater beigegangen, weil ich schon immer so, er hat immer so aus Scheiß gesagt, das Haus wird nicht verkauft, hat er immer nur aus Spaß gesagt. Jetzt sag mir mal, ich unterbreche mal, Doris. Ja. Du bist ganz aufgeregt, ist auch völlig verständlich, nachdem, was alles passiert ist. Ja. Klingelt es dann heute Abend und die Polizei stand vor der Tür oder wie war das? Ja, wir waren bei meinen Eltern zum Abendbrot. Ja. Und dann hatte mein Vater mir das erzählt, dass sie da eine Bank haben. Und da habe ich zu Joachim gesagt, Joachim, was du das? Wie bitte? Da hast du direkt das gesagt? Ja, weil mir das alles so spanisch vorkam. Er hatte auf einmal das Geld. Ja, stand denn in der Zeitung auch, es ging um 8.000 Euro? Nein, das stand nicht. Was die Summe nicht. Mhm. Es stand nur, wie groß, was er anhatte. Aber dennoch, verrückt, dass du dann gleich gesagt hast, hey Joachim, warst du es? Ja, weil nämlich mir das auffiel, diese Spielzeugpistole war weg. Ach so. Und weil die Angaben in der Zeitung passten genau auf ihn. Mein Gott, jetzt ist ja wahrscheinlich für euch die ganze Welt zusammengebrochen heute Abend. Ja, mein Sohn und ich sind hier jetzt. Mhm. Ich wollte gerne trotzdem in unserem Haus bleiben. Meine Familie wollte mit. Ja. Ich hatte nun heute Abend. Ja, und dann sind wir, und dann waren wir bei meinen Eltern, wollten nach Hause. Und weil ich das im Flur gesagt habe, ich sag, was du das? Und ihr, bist du verrückt? Ja. Was traust du mir zu? Und dann sind wir rausgegangen und in dem Moment
haben 5 Polizisten, so wie meine Mutter sah, weil die mit an der Tür stand und haben ihn festgenommen. Oh weia. Und dann habe ich gesagt, Joachim, warst du das? Und er sagte zu mir, Doris, nein. Aber er war's, ne? Haben die mitgenommen und dann war die Polizei hier bei mir im Haus. Und ich hab jetzt so eine Angst. Ich meine, ich habe ihn ja nur, alle sagen zu mir, du hast ihm geholfen, Doris. Er hat gleich gesagt, dass er es war. Ja. Er hat gleich bei Aber wieso hast du denn Angst? Ich habe Angst, weil ich bin beigegangen, die waren ja mit mir hier zu Hause. Die haben dann ja die Sachen gesucht. Zum Beispiel, er hatte eine Sonnenbrille auf. Ja, aber die werden doch nicht unterstellen, dass du dabei warst. Nein, so nicht. Aber ich habe Angst, dass ich ihn jetzt verraten habe. Ja. Ich habe da Angst vor, dass er denkt, ich hätte ihn verraten. Aber alle sagen es mir, er hat es hier selber gestanden, dass es war. Ja, und so hast du ihm ja nur geholfen, sagen alle zu mir. So sehe ich es auch, Doris, so sehe ich es auch. Und überhaupt jetzt aus dieser Misere wieder rauszukommen, ist der allerbeste Weg sowieso, radikal die Wahrheit zu sagen. Alle müssen die Wahrheit sagen. Es ist schlimm, was vorgefallen ist. Aber es wird sicher nicht so ein schlimmes Urteil sein, als wenn er das jetzt ganz gezielt vorsätzlich eingefädelt hätte und da Hunderttausende von Euro genommen hat. Nee. Es hat ja schon fast was Anrühriges, dass er nur diese 8.000 da genommen hat, die er gerade brauchte. Ja. Das ist natürlich keine Rechtfertigung, dass man sowas machen soll. Weil das viele Leute brauchen ein paar tausend Euro und gehen nicht zur Bank. Nee. Aber es bricht jetzt auch nicht wirklich euer ganzes Leben zusammen. Alle haben zu mir gesagt, ich sagte, was war, und da sagten alle zu mir, wenn sie dich fragen, er hat es getan aus Verzweiflung. Haben die es von der Polizei, so hört es sich aber wirklich auch an, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Die haben auch gesagt, das war eine Verzweiflungstat. Ja. Er hat nicht überlegt, was er da getan hat, er wusste nicht mal ein, ob aus. Genau, und das wird der Richter mit Sicherheit berücksichtigen. Ja. Mit Sicherheit. Ist natürlich jetzt die Frage, wie es bei euch weitergeht und was jetzt gemacht werden kann und muss. Ja. Das ist natürlich jetzt eine hochproblematische Situation für euch. Ja, ja. Wie viel Schulden an sich habt ihr auf dem Haus hängen? Also an die Schulden, ja, da ist jetzt ja schon was zurück und mit dem Bausparvertrag. Wir haben damals aufgenommen für das Haus. Das Grundstück haben wir geschenkt bekommen für das Haus. Da waren es noch Mark, 210.000 Mark. Ja, da ist jetzt ja schon was zurückbezahlt worden und mit dem Bauspar, das ist nicht allzu viel. Aber es ging halt darum, weil wir schon Bescheid gekriegt haben von den Firmen, von dem Rechtsanwalt, dass sie Geld haben wollten. So, damit du bist ja wirklich völlig durch den Wind, was auch vollkommen verständlich ist, vor allen Dingen in deine Situation, dass du nur auch noch so schwer erkrankt bist oder dass du die Erblindung bekommen hast durch diese Nachwirkung der Geburt, möchte ich, dass wir das jetzt hier abbrechen. Ja. Aber wir wollen uns weiter um dich kümmern. Ja. Du bist ja jetzt zu Hause. Ja. Du legst deinen Hörer ganz einfach auf, auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Und dann kannst du mit meinem Psychologen ganz in Ruhe reden, damit der dir so ein bisschen noch erste Hilfe leistet heute Nacht. Ja, danke. Ja, liebe Doris. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Und, darf ich noch was sagen? Ja. Wenn der Mann zuhört von der Sparkasse, der war ja ganz alleine. Ja. Ich möchte Ihnen sagen, er hat es wirklich aus Verzweiflung getan. Mhm. Und ich möchte mich für meinen Mann entschuldigen. Mhm. Ja. Es tut ihm bestimmt auch sehr leid. Ja. Und wahrscheinlich wird dein Mann sich auch noch entschuldigen bei dem. Ja, das wird auf jeden Fall. Bestimmt, ja. Er ist sonst ein wirklich liebenswerter Mensch. Ja. Was wir in 4 Jahren Ehe durchgemacht haben, haben andere vielleicht nicht in 50. Mhm. Liebe Doris, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke, Domian. Alles Gute und alles Liebe. Danke. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Helga, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, wir haben ein Problem mit unserem Jungen. Mhm. Wie alt ist denn der Junge? 32. 32? Ist lächerlich irgendwo. Ist traurig, aber wahr. Nein, also ein Junge kann ja auch 32 sein, der Sohn. Ist ja auch völlig okay. Was habt ihr denn für ein Problem? Und zwar, er ist in einer normalen Familie groß geworden. Das heißt, wir haben gearbeitet, wir sind nicht in eine Kneipe gegangen. Ja. Wir haben uns nicht rumgetrieben. Ist er Einzelkind? Bitte? Ist er Einzelkind? Ja. Mhm. So. Ich habe früher Arztpraxen abends geputzt, als mein Mann auf dem Bau war, denn ist er später im öffentlichen Dienst gegangen. Ja. Also ich bin putzen gegangen, mein Leben. Damit man sich um ihn kümmern kann, um die Schularbeiten oder auch mal zum Lehrer kann.
Wir sind nicht in Kreuzberg auf der Spielplätze gegangen, wir sind nach Wilmersdorf gegangen, wir sind nicht in Kreuzberg ins Bad gegangen, wir sind nach Wilmersdorf gegangen, dass es eben da besser ist. Mhm. Wir haben also gemacht, was wir können, man hat sich auch beschäftigt mit ihm. Ja. So, heutzutage, ist er ist auch Beamter im öffentlichen Dienst, hat seine Arbeit, raucht nicht, trinkt nicht, ist sparsam. Und statt Bundeswehr, Katastrophenschutz, ist er Rettungssanitäter. Das Problem fing an praktisch, seitdem er alleine wohnt und eine Freundin vorgestellt hat, die sich dermaßen unter der Gürtellinie verhalten hat. Ich bin so eine alte Hausfrau, Mittagessen machen, Kaffee, Kuchen, eben wie normales, wie sich das gehört. Ja. So, bis die Mädels sich so verhalten haben und zu meinem Mann dermaßen gewöhnlich geworden sind unter der Gürtellinie und gesagt haben, sag mal, zu meinem Mann, ja, hier ist er eigentlich woanders, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Ich muss ja eben fragen, Helga, du sagst die Mädels. Ich dachte, es ging um eine, um seine Freundin. Ah ja, sind drei gewesen. Sind drei. Und ja, die haben sich alle so verhalten? Ja. Ach. So, und zwar zum meinen Mann zum Beispiel gefragt haben, hier ist du woanders. Mhm, ich verstehe schon. Genau. Ja. So, dann habe ich natürlich hinterher meinen Bengel angerufen, als er zu Hause war, weil er eine eigene Wohnung hat. Mhm. Und habe rumgetobt und habe gesagt, sag mal, was bringst du uns für die Sochse? Was sind die Türschlusen? Was ja normal ist als Mutter, dass man da was sagt. Mhm. Da sagt man ja nicht Dankeschön, dass du mir sowas präsentierst. Ja. Ja, das ist ja normal. Ja. So, das hat er sich auch auf einen Anrufbeantworter, habe ich damals getobt. Die Kassetten hat er gesammelt. So, bei der zweiten Freundin hat er vor 4 Jahren nachher ein neues Auto bekommen. Mhm. Ersten Tag ein Führerschein, der wollte halt 9 zu und zurück sein. Das wird 9, das wird 10, haben wir Angst gehabt. Wir hatten kein Handy. Wir haben Angst gehabt, ihm ist was passiert. Also habe ich Bekannte angerufen, hin zu die Eltern. War unser Junge da? Nee, bin ich belogen worden, der war nicht da. Nächsten Tag kommt damit die Braut, schmeißt uns die Zulassung rein, den Schlüssel rein. Und die Freundin sagt, stecken sich in so einen Arsch. So habe ich wieder getobt mit ihm, was ja auch normal ist als Mutter. Ja. Bei der dritten Freundin war er 3 Jahre zusammen. Ja. Beim zweiten Mal sehen, ich kann mir ihn runterholen und wie es ich war, also auch auf die ganz ordinärste Art. Ja. So, dann habe ich gesagt, ihren Brief geschrieben, dass das nicht unsere Umgangsart ist. Und dann hat er Windpocken, da habe ich ihn 3-4 Mal am Tag gepflegt. Jeden Tag bin ich hingegangen. Ihm versorgt, frische Apfelsinen ausgepresst und gekocht. So, alles pipapo. So, bis ich, und jedes Mal haben die Bräute mich dann auch angezeigt, wenn ich so getobt habe, weil ich dann über die Bräute auch getobt habe. Ich bin aber heute der Meinung, dass er die Sache gefördert hat. Mhm. Und vor Weihnachten, im Sommer ist er alleine, fährt mit uns raus, Eis essen und hat einen Unfall, kümmere ich mich drum. Ja. Dann kann er eine Erbschaft machen, besorgt die Urkunden, bezahlt das auch. Ja. So, und vor Weihnachten kommt der Knall. Er geht zum Anwalt, klagt, also kündigt an, dass ich hier ihn nicht mehr anrufen soll und nichts mehr machen soll. Ja, und legt natürlich. Also das heißt, das Verhältnis ist völlig zerrüttet jetzt. Richtig. So heißt das. Jetzt lass mich mal fragen, das ist ja wirklich verrückt, dass ihr dreimal dann Pech mit den Schwiegertöchtern gehabt habt. Ne? So drei hintereinander. So ist es. Wie viele Jahre hat sich das hingezogen? Wie viele Jahre war ihr insgesamt mit den dreien zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Und immer wieder haben wir einen Schwamm drüber gemacht, ja, und es treu halten, denn zwar dann immer getobt, weil das so war, ja, aber dann Schwamm drüber gemacht, der muss ja auch irgendwann die Sache erledigt sein. Ja. So, im Sommer fährt er mit uns raus. Ja, aber die Sache ist ja offensichtlich jetzt nicht erledigt, weil er per Rechtsanwalt ja gesagt hat, dass er keine Lust mehr hat auf einen Kontakt. Ja, aber die Eltern haben da, wir als Eltern haben dann darüber einen Schwamm gemacht. Ja. Wie ist denn das jetzt im Moment in den letzten Wochen gewesen? Also Funkstille oder wie? In den letzten Wochen war es so gewesen, jetzt nehmen wir zum Beispiel im Sommer, ist er mit uns rausgefahren, dann hat er einen Unfall gehabt, habe ich mich drum gekümmert, dann war von meinem Mann die Mutter verstorben, dann wollte mein Mann das nicht, haben wir gesagt, lassen wir den Jungen das, dann habe ich 2,5 Monate, also hier Urkunden besorgt, was man alles fürs Gericht benötigt, ja, und vor Weihnachten krieg ich auf ihm einen Brief vom Rechtsanwalt, ja, er möchte mit uns für 6 Monate keinen Kontakt. Ja, weißt du, Helga, jetzt pass mal auf, du bist ja eine resolute Frau, das höre ich ja, ne? Und mit dir ist auch nicht zu spaßen, glaube ich, wenn das alles nicht so läuft, wie du möchtest. Nee, so ist es nicht. Nee, lass mich sagen. Du musst jetzt aber auch so resolut sein und das dann auch akzeptieren. Da scheint ja wirklich alles kaputt zu sein. Wenn der Sohn schon mit dem Rechtsanwalt zu den Eltern kommt und sagt, ich will die nächsten 6 Monate keinen Kontakt mehr haben. Was willst du da machen? Da kannst du dich ärgern und aufregen, aber eigentlich musst du wirklich dann auf Distanz gehen und sagen, Schluss aus, finito, ich habe auch keinen Bock mehr. Mhm.
Mhm, ist richtig. Ne? So, und wir sind eigentlich Eltern, wir haben gemacht, was wir können. Ja. Und wie der geschrieben hat, 6 Monate, da habe ich ihm auch ganz konsequent angerufen. Ja. Und habe gesagt, pass mal auf, ich bin keine Ehefrau. Ja. Oder eine Freundin, mit der du das probierst. Und dann hinterher können wir es ja mal wieder probieren. Im Gegenteil, weil ich putzen gehe, werde ich von ihm diskriminiert. Er, immer habe ich gedacht, der ist traurig. Dann wirst du hingehen, weil wir nicht weit auseinander wohnen. Da habe ich gesagt, da mal, bist du jetzt deprimiert irgendwie, da holt er die Polizei gegen mich, ja, Ohrenschwamm drüber, ja, und jetzt hat er so ja die Frechheit besessen, hat bei Gerichte Klara eingereicht. Ja, aber das ist doch alles, deutet doch alles. Ist doch nicht normal. Nein, ist nicht normal, Helga, aber das, weißt du was, das heißt letztendlich, da ist alles kaputt. Und ist richtig. Lass die Finger von. Ich glaube, dass du immer noch so aufgewühlt bist und immer noch versuchst und dann kommen wieder neue Streitereien. Die klügste Lösung ist jetzt einfach den Mund halten, gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr machen. Sich gegenseitig in Ruhe lassen, in der Hoffnung, dass der junge Mann vielleicht auch mal zur Besinnung kommt und sich vielleicht irgendwann mal meldet und dass ihr wieder in Kontakt kommt. Aber im Moment würde ich an deiner Stelle nichts tun. Na, ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll die Sachen, die er von uns, wenn er mit uns nichts zu tun haben will und uns hassen tut, dann soll er die Klamotten, die er von uns hat, alle zurückgeben. Das will er nicht. Ja? Ja. Er will praktisch seine Rechte für sich in Anspruch nehmen. Um was geht's denn da? Um welche Klamotten? Also wir haben ihm praktisch die Wohnung eingerichtet, so gut wie wir können. Wir haben ihm das Auto gegeben. Wir haben ihm so ja unsere 30% von der Autoversicherung gegeben. Ja, also wir haben als Eltern mögliche Macht, was wir wollen. Ihr habt viel gemacht und umso trauriger ist es, wenn er sich dann so verhält. Aber jetzt pass auf, jetzt ist die Frage. Zerfleischt man sich noch mehr, indem man jetzt irgendwie die materiellen Sachen wieder zurückhaben will? Oder wäre es schlauer und du würdest deine Nerven schonen und ihr eure Nerven schonen, wenn du sagen würdest, okay, komm, behalt den Plunder, aber lass uns in Ruhe und lass uns in Frieden. Wenn du jetzt nämlich die materiellen Sachen zurückhaben willst, verbeißt sich das immer noch mehr. Und du bist immer noch mehr fertig mit Nerven. Ja, maß sich so ja an über einen Anwalt, von wegen, dass ich mich durchringen soll. Da habe ich den Anwalt angerufen und habe gefragt, ob er verrückt ist. Den Herrn Gräber, kann man ruhig mal das Kind beim Namen nennen, von wegen, ich soll zum Psychotherapeuten gehen, ja. Das wäre nicht normal. Das würde eventuell mein gesundheitlicher psychische Beeinträchtigung berufen, Pass auf, empfinde sowas als eine Frechheit. Ich finde, wenn es denn so ist, ich auch. Aber jetzt müssen wir Folgendes machen, Helga. Du hast jetzt einen Namen genannt. Dieser Mann hat nicht die Möglichkeit, sich jetzt zu äußern. Deswegen möchte ich es jetzt wirklich gerne abbrechen. Ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt. Verbeiß dich nicht noch weiter da rein. Schone deine Kraft und deine Nerven. Lass ihn in Ruhe, lass ihn ziehen. Ärger dich nicht noch mehr, sondern geh. Lass alles in Ruhe, in Frieden. Und jetzt brechen wir es ganz einfach hier ab, okay? Okay. Alles Liebe und schöne Grüße nach Berlin. Danke. Tschö. Tschö. Tina, 38 Jahre alt, guten Morgen. Ja, Domian, schönen guten Morgen. Hallo Tina. Erstmal herzlichen Dank, dass es euch gibt. Ihr begleitet mich durch viele einsame Nächte. Ihr seid wunderbar. Dankeschön, Tina. Mein Problem ist, mein Thema ist, ich hatte einmal Sex mit meinem Frauenarzt vor 4 Monaten ungefähr. Es klingt ja ein bisschen wie nach Soap-Opera, ne? Oder so. Ja, es ist aber wirklich nicht. Und ich bin im Moment also in einer Zwickmühle, weil ich einfach nicht weiß, hat der Mann, weil es auch, also die Vorgeschichte war, es hat nicht in der Praxis stattgefunden, sondern bei mir zu Hause, aber die Vorgeschichte schon. Also es ist wirklich auch dein Frauenarzt? Ja, ja, ich gehe seit vielen Jahren dorthin, er ist ein wunderbarer Arzt. Und in vielen Jahren kommt man sich auch, da spricht man ja auch mal ein persönliches Wort und so weiter. Ja, und man kommt sich auch beruflich dann, aufgrund des Berufes kommt man sich auch näher, ne? Genau. Zwangsläufig. Und er sagte dann eben auch mal, nein, so eine attraktive Frau und so lange alleine und so weiter. Nicht, das sind eben so auch mal die paar Gesprächsthemen gewesen. Und dann kam eben halt der Tag, wo ich zur Krebsvorsorge war. Und er sagt, ja, die Scheide ist so trocken, Hormonmangel, sagte, ich mache jetzt ein bisschen Salbe rein, das ist alles noch normal. Bis dann war alles okay. Dass er mich mag, ich möchte es noch gleich vorweg sagen, das habe ich wohl auch gemerkt. Ich mag ihn auch irgendwo. Ja. Aber so normales Mögen. Ja. Ja, und bei diesem Ganzen sagte er dann plötzlich, also er hat es ja vorher gesagt, ich mache jetzt auch ein bisschen Salbe außen hin.
Wohin mhm. muss ich nicht weiter sagen, oder? Mhm. Also an Kitzler mhm. zum Beispiel. Mhm. Und in dem Moment, da ging das auch durch meinen Körper durch, ja, wie so eine Explosion. Das war in der Praxis? Ja. Waren da nicht irgendwelche Gehilfen dabei, Gehilfen, Arzthelfer? Nein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hat mich das die ganzen Jahre gewundert. Wir waren immer alleine. Ja. Hey, das ist aber eine krasse Situation. Das ist ja genau das, was eigentlich nie passieren darf. Ne? Er ist in eine private Sphäre eingedrungen, obwohl er in einer ärztlichen Situation ist. Ja, und das ist, wo ich jetzt so drüber nachdenke. Jetzt erzähl es mal weiter. Wie ging es dann weiter in dem Behandlungsraum? In dem Behandlungsraum so, also wie gesagt, in mir schossen da plötzlich Gefühle durch. Mhm. Ich habe also lange Jahre überhaupt keinen Sex. Mhm. Und ich habe dann zu ihm einfach gesagt, Mensch, hör auf, bist du wahnsinnig, ne? Bin auch halb hoch von dem Stuhl. Und er lächelte mich so an wie so ein kleiner Junge irgendwie mhm. und sagt, ist doch aber schön, ne? Das heißt, du duzt ihn auch? Ich habe ihn in dem Moment geduzt. Du hast ihn in dem Moment geduzt, aber sonst vorher nicht? Nein, nein. Das ist ja auch interessant, ne? Dass er da in dem Moment, ja klar, da war alles anders in der Sekunde, ne? Richtig, ganz mhm. genau, ja, also ich kann... Da bist du aufgesprungen aus dem Stuhl, obwohl er noch zugange war? Ja, sie hat so ganz hart diese Salbe über den Kitzler gestreichelt. Und das hat ja. er noch nie gemacht. Ja. So, und dann, wie hat er dann... Und ich habe dann gesagt, Mensch, hör auf, bist du wahnsinnig? Also das habe ich gesagt. Mhm. Gleich geht die Tür auf, dann sagt er, nö, die ist ja dick ausgepolstert. Mhm. Das kam aber wirklich wie so ein kleiner Junge. Wie ist dick ausgepolstert? Kann die Tür doch aufgehen? Ja, natürlich könnte jemand reinkommen können. Also ich, ja. Es war irgendwie ganz komisch. So, dann war auch alles okay und dann bestellt er mich für den nächsten Morgen gleich wieder und zwar um 7:30, wo mhm. er eigentlich noch nie da ist. Mhm. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, habe nur gedacht, wieso soll ich morgen wiederkommen, ist mhm. doch nichts. Mhm. Ach so, ja, Krebsvorsorge, Brustabtasten, habe ich ja mhm. vergessen, mhm. am nächsten Morgen. Bist du hingegangen? Bitte? Bist du hingegangen? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich ist es nicht. Vorsorge ist für mich wichtig. Ja, ne, hör mal, in dem Moment hätte ich dann aber nicht mal an eine ärztliche Aktion gedacht, sondern nach dem, was da vorgefallen ist, war doch klar, um was es geht, oder wie? Ja, also ich habe das, ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja. dann ist ja, ich begreife gar nichts mehr. So, dann bist du am anderen Morgen da hingegangen. Ja. Ist es denn dann, ist da auch noch Ähnliches passiert? Nein, er hat das ganz ganz normal, wie ganz immer, Brust abgetastet, sagte dann aber zu mir, das Telefon klingelt, er musste kurz rangehen, mhm. sagte, ich kann an nichts anderes mehr denken als an Sex. Und ich habe einen Steifen in der Hose. Hey, was ist das für ein Arzt? Das gibt's ja gar nicht. So, und ich habe da also wirklich gesessen, ihn angeguckt und habe gedacht, was ist jetzt hier los? Mhm. Muss allerdings auch sagen, der Mann gefällt mir, habe ich ja vorhin schon gesagt. So, sag mir mal bitte, wann es zu dem Geschlechtsverkehr gekommen ist. Er sagte dann, ich rufe dich an. Aha, und wann hat er angerufen? Eine Woche später. Und ist zu dir nach Hause gekommen? Richtig. Und ihr habt Sex miteinander gehabt? Ja, das war so eine Sache von 20 Minuten. Du mit deinem Frauenarzt? Ja. Mhm. Wie war's? Und War schön, nur zu kurz. So. War einfach so, ja. Ja, und nu? Schnell. Habt ihr jetzt eine Affäre oder was? Nein, eben nicht. Ich habe ehrlich gesagt an dem Tag dann gedacht, ja gut, er ist verheiratet, Kinder, mhm. alles klar. Gut, wenn es auf so eine Affäre hinauslaufen sollte und ich lasse mich darauf ein, mhm. ist es ja meine Sache, mhm. da muss ich damit mhm. klarkommen. Mhm. Und habe da auch ein bisschen, ehrlich gesagt, dann drauf gehofft. Er hat aber sich danach nie wieder gemeldet. Aha. Also du hast gehofft auf die Affäre? Hättest dich auch auf alles eingelassen? Wärst doch dann... Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sie nach dem zweiten Mal gesagt hätte, nee, also das möchte ich nicht, ne? Also du bist schon irgendwie verknallt in den, ne? Also nein. Aber er gefällt dir. Nein. Er gefällt mir, ja. Und nein, ich weiß heute, dass ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Weil was soll ich mit einem verheirateten Mann, auf den ich nur zu Hause sitze und warte? Ich will dir mal sagen, Tina, eigentlich ist es gut, dass er sich nicht nochmal gemeldet hat. Also er hat dann am nächsten, doch zwei Tage später nochmal angerufen und gesagt, falls seine Frau mich anrufen würde, die hat meine Telefonnummer gefunden. Ach so. Dann soll ich sagen, er hat irgendwie auch ein Ergebnis durchgegeben. Klingt alles irgendwie für mich nicht in Ordnung und unangenehm. Ich bin eigentlich froh, dass du nicht weiter auf ihn, dass sich da nicht etwas Näheres noch ergeben hat. Sei froh, dass es nur einmal war und such dir einen neuen Frauenarzt. Ja, wirklich. Also als Arzt ist er ausgezeichnet. Ja, aber nach all dem, was jetzt vorgefallen ist, du kannst ihn noch gar nicht mehr als Arzt sehen. Ja, das ist ja das. Vor allem so ja mein Problem, was ich wirklich habe und ich komme damit nicht klar, dass ich mich einfach frage, hat der Mann einfach nur einen One-Night-Stand gesucht? Oder hat offensichtlich, der, ja.
Ja, offensichtlich ja, also wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, ja. Aber dann hätte er das doch niemals in der Praxis anfangen dürfen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich finde es eigentlich auch unglaublich. Ich habe so das diskreditiert gedacht, diesen Mann als Arzt auch ungeheuer. Eigentlich hätte ich den anzeigen eigentlich können. Schon, ja, natürlich, ja. Deswegen, denn er hat ja die Abhängigkeit ausgenutzt total, irgendwo, absolut, um ja. in mir was zu erwecken. Ja. Tina, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal bitte auf. Das wäre ganz, okay, ganz ja, lieb. Bis gleich. Ja. Tschüss. Auch bis gleich. In der Technik und der Paperitz. Morgen heißt unser Thema, das habe ich nur für meinen Partner getan. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.